Hey Toads, die meisten von euch haben ja die Mario Maker 2 Direct bei Nintendo Deutschland gesehen. Aber Leute, wisst ihr was? Nintendo Deutschland hat uns was verschwiegen. Und dazu kommen wir jetzt. Und ja Leute, wenn wir jetzt auf die japanische Direct gehen, dann sehen wir hier ein neues Item. Und zwar den Hammer. Aber was dieser Hammer machen wird, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass dieser Hammer diese grauen Blöcke hier zerstören könnte. Obwohl das ja eher die Spitzhacke machen könnte aus Captain Toad. Die es ja hier jetzt nicht gibt. Aber es wäre zumindest eine logische Erklärung, was dieser Hammer machen könnte. Damit man diese grauen Blöcke irgendwie zerstören kann. Weil ich glaube, das geht mit Bomben nicht. Mit Springen erst recht nicht. Dafür gibt es ja die braunen, ne? Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Es könnte auch der Hammer aus Mario Bros. 3 sein. Also dieses Hammerbruder-Outfit. Aber ich denke, das passt gar nicht so gut ins 3D-World-Theme. Ja, ich weiß nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, was ihr denkt, was dieser Hammer machen kann. Wo ich mir aktuell ein bisschen Sorgen mache, ist bei dem Multiplayer-Modus. Man sieht zwar hier, dass man mit Freunden spielen kann, und zwar lokal. Aber was ist mit Online? Man sieht zwar hier Multiplayer versus, ja, Multiplayer Koop. Aber bisher wurde immer nur gesagt, mit Randoms spielen und sonst was, ne? Aber wird man auch mit den Freunden von der Freundesliste spielen können? Das weiß man bisher nicht und das ist ein bisschen belastend. Ich habe auch schon bei Nintendo nachgefragt im Support und der konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Deswegen ist das alles noch ein bisschen unsicher. Ich hoffe, es gibt da noch einen extra Menüpunkt, wo man mit Freunden dann auch noch spielen kann. Was ich mich auch frage ist, was ist dieses Chat-Icon da unten? Schließlich setzt Nintendo ja auf die Nintendo Switch Online-App. Deswegen frage ich mich, was ist das da unten für ein Chat-Icon? Und was ist das? Das sieht aus wie so ein Kalender. Was ist das? Ja gut, Hilfe. Ja, das ist klar, aber... Das sieht aus wie so ein Kalender, eventuell welche Mario Maker 2 Online-Events oder so. Und was ich mich auch frage ist, fehlt hier noch ein Icon? Schließlich ist hier ziemlich viel Platz, ne? Ich glaube, da fehlt noch irgendein Icon. Und ja, Leute, das war's mit dem kleinen Mario Maker 2 Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Und ja, Mario Maker 2 wird auf dem Kanal richtig fett mit Streams und Videos zu euren Leveln. Bleibt dran in dem Sinne. Bis zum nächsten. Tschüss, ja, Toads.